Heute aus dem Kuppelsaal in Hannover der Auftakt des Brahms-Festivals der NDR Radio Philharmonie mit Andrew Manzi und Gästen. Heute live auf NDR Kultur zu hören und im Videostream unter ndr.de/radiophilharmonie auch anzuschauen. Sehr, sehr herzlich willkommen, sagt Ihnen Ralica Nikolov. Gerade kommen die Chöre hinein, NDR Vokalensemble und WDR Rundfunkchor. Es ist die 9. und letzte Saison von Andrew Manzi als Chefdirigent der NDR Radio Philharmonie. Die kommende Woche mit allen Sinfonien und Solokonzerten von Johannes Brahms gehört zu den besonderen Höhepunkten dieser Abschiedssaison. NDR Kultur ist live dabei in dieser intensiven Woche, die mit einem ganz außergewöhnlichen Werk von Brahms beginnt, dem deutschen Requiem, vollendet mit gerade mal 33 Jahren sein großer Durchbruch als Komponist. Andrew Manzi dirigiert dieses erste Werk von Brahms für gemischten Chor mit Solostimmen und großem Orchester zum ersten Mal hier in Hannover. Er freut sich darauf ganz besonders, hat er uns vorab erzählt. Und er liebt Brahms auch dafür, dass er den Ausführenden so viel Vertrauen schenkt, selbst herauszufinden, was zwischen den Zeilen steht. Wenn wir das Requiem hören, stopft Brahms uns nicht seine Theologie in den Schlund, sondern er lässt uns mit eigenen Augen die Theologie sehen, die wir sehen wollen. Theology-System we want to see. Johannes Brahms hat mit seiner sehr persönlichen Auswahl von Bibelstellen einen ganz eigenen Fokus gesetzt auf den Gedanken an Trost, an Tröstung und auf die Hoffnung. Was den Text betrifft, will ich bekennen, dass ich recht gern das Deutsch fortließe, so schrieb er, und einfach den Menschen setzte. All seine Empathie für die Trauernden wie die Verstorbenen hören Sie nun live aus dem Kuppelsaal in Hannover mit der Sopranistin Susanne Bernhardt, dem Bariton Benjamin Appel, dem NDR-Vokalensemble und dem WDR-Rundfunkchor zusammen mit der NDR-Radiophilharmonie unter Leitung von Andrew Manzi.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Der große Bogen zum Anfang. Selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Zum Auftakt des Brahms-Festivals der NDR Radio Philharmonie mit Chefdirigent Andrew Manzi. Ein deutsches Requiem nach Worten der Heiligen Schrift für Soli, Chor und Orchester von Johannes Brahms. Mit Susanne Bernhardt, Sopran, Benjamin Appel, Bariton, mit dem NDR-Vokalensemble, dem WDR-Rundfunkchor, einstudiert von Sebastian Breuing und Klaas Stock und der NDR-Radio-Philharmonie unter Leitung von Andrew Manzi. Im dritten Anlauf hat es geklappt, das Brahms-Festival als Fortsetzung des Soges der Wucht, die das Beethoven-Festival im November 2019 entfaltet hat. Zweimal musste dieses Brahms-Festival verschoben werden. Jetzt beginnt es und 5 Konzerte sind geplant bis zum kommenden Sonnabend. Am Dienstag geht es weiter mit dem 2. Klavierkonzert und der 4. Sinfonie. Solist wird Denis Kozhukhin sein. Und es wird vorab eine halbe Stunde Kammermusik geben mit ihm. Lassen Sie sich überraschen. Die Konzertkarte berechtigt zum kostenfreien Eintritt, sofern noch Plätze vorhanden. Beginn ist am Dienstag um 18.45 Uhr mit dieser Carte Blanche.